Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hey Honey. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei der Grundschule Creo und ich bin Ying Wang, 11 Jahre alt und ich liebe es zu malen und zu zeichnen. Und wer bist du? Ich bin Andreas, ich bin 12 Jahre alt und male hier seit 4 Jahren schon. Ja. Heute malen wir Tulpen. Ja. Stimmt, das haben wir uns überlegt, genau. Ich bin Niklas und ich bin Vollamateur, was das angeht. Meine Kunstlehrerin hat früher angefangen zu lachen, wenn sie gesehen hat, was ich so gezeichnet oder gemalt habe. Und ich hoffe, ihr könnt mir heute helfen, dass ich auch ein richtig gutes Bild zustande bekomme. Wie würde man denn jetzt so anfangen? Also du hast schon mal hier was vorgezeichnet. Ja, ich habe hier schon mal was vorgezeichnet und werde euch gleich zeigen, wie man das anmalt. Mhm. Dazu haben wir hier schon die Palette liegen, ne? Und die ganzen Pinsel und die Farben. Wie würdest du da jetzt so anfangen? Also was würdest du damit machen? Also wir haben hier bei der Grundschule Creo nur die Grundfarben und so etwas Farben, die man nicht mischen kann, wie zum Beispiel dieses Magenta. Und Grundfarben, das heißt Rot, Blau? Gelb. Rot, Blau und Gelb, okay. Ja. Und wichtig ist auch, dass wir Weiß haben und Schwarz benutzen wir generell nicht, weil das halt einfach nicht dazugehört. Wir können halt einfach eine dunkle Farbe mischen. Ja. Und grün und so richtiges Orange haben wir hier auch nicht. Weil das kann man auch mischen. Ja, das kann man auch mischen. Ja. Okay, du bereitest hier schon mal deine Palette vor. Und wir müssen das Ganze erstmal vorzeichnen, also das, was Ying schon gemacht hat. Was muss man dabei beachten? Also man fängt meistens nicht direkt an mit der Zeichnung, sondern man muss erstmal das Ganze komponieren. Das heißt, man fängt meistens an mit einer O-Form. Bei Tulpen zum Beispiel. Warum O? Weil hier die Blüten so rund sind? Oder was meinst du? Weil die damit es einfach schön aussieht, wenn die in einem Kreis angeordnet sind. Ja. Das ist die Anordnung und die Form von den Tulpen ist dann so eine Oval, so Eiform. Und dann guckst du dir halt immer wieder an, wie die Tulpen in echt aussehen und versuchst es dann möglichst realistisch aufs Papier zu bringen? Ja, also man muss sich nicht genau 1:1 an das Bild, was hier steht, also orientieren. Man kann so, also man, es ist so ein gutes Beispiel. Also man sieht halt, wie die in echt aussehen. Man kann die ein bisschen abwandeln. Es muss ja nicht, keine Tulpe sieht gleich aus wie die andere. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Ying, du bearbeitest noch deine Palette, ne? Ja. Und während wir das Ganze hier vorbereiten, könnt ihr euch schon mal einen Beitrag angucken. Habt ihr in diesem Jahr schon den ersten Spargel oder die ersten Erdbeeren gegessen? Ich schon und ich fand's richtig lecker. Bevor man das essen kann, muss man das aber erstmal ernten. Und ich treffe hier gleich Hendrik, der mir zeigt, wie man Spargel sticht. Ja, hallo Hendrik. Stell dich vielleicht erstmal kurz vor. Wer bist du? Ja, ich bin Hendrik Lübbert, komme hier aus Hüttorf, nördlich von Hannover und bin Spargel- und Erdbeerbauer. Genau, und wir stehen hier auch schon auf dem Spargelfeld, wollen hier gleich auch anfangen, Spargel zu stechen. Worauf kommt es da an? Beim Spargelstechen kommt es darauf an, den Spargel in der richtigen Länge abzustechen, alle Spargelstangen zu erwischen und auch Spargelstangen, die noch nicht durch den Damm durchgewachsen sind, nicht zu verletzen. Ja, dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. Ja, ne? Handschuhe hast du ja schon. Ja. Dann schnappt sich jeder von uns eine Reihe und deckt die mal auf. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir die Planen abgedeckt und jetzt sehe ich hier schon, die Köpfe kommen da schon raus und das sieht so aus wie das, was ich dann auf dem Teller auch habe, ne? Ja, nicht ganz, aber das ist der oberste Teil von dem, was du dann auf dem Teller hast. Der Rest ist unterirdisch, den müssten wir jetzt ausbuddeln und unten abstechen. Ja, was bei dir so kinderleicht aussah, das sah bei mir dann eher, also ich habe mich ein bisschen schwer getan. Was würdest du sagen, wie habe ich mich angestellt? Fürs erste Mal
Ganz okay, aber jetzt so deine Brötchen könntest du bei mir auf dem Spargelacker nicht verdienen, denke ich. Was habe ich denn falsch gemacht, was die Leute, die bei dir arbeiten, besser machen? Erstmal bist du ziemlich groß und dann muss man vorsichtig arbeiten. Wir sehen hier im Korb auch einige abgebrochene Stangen und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir die nicht vernünftig vermarkten können. Wie geht's denn jetzt weiter? Also was machen wir jetzt mit dem Korb? So, den Korb transportieren wir nach uns zu Hause auf den Betrieb und dort waschen wir den Spargel, kühlen ihn, sortieren ihn und wenn du möchtest, schälen wir ihn sogar noch für dich. Sehr gut, dann machen wir das. Ja. Auf geht's. Ja, jetzt stehen wir hier auf dem Hof und wir haben jetzt den Spargel ja wirklich vom Feld bis zum geschälten Spargel, wie er da liegt, begleitet. Ne? Ganz wichtige Frage, isst du denn auch gerne Spargel? Ich esse gerne Spargel, ja. Gut, dann ist meine Arbeit jetzt getan. Richard, bei dir geht's weiter mit den Erdbeeren. Ich stehe jetzt mitten auf dem Feld und meine erste Frage ist, wie baut man eigentlich Erdbeeren an? Ja, hallo Richard, schön, dass du da bist. Also wir wollen möglichst lange Erdbeeren haben. Also pflanzen wir frühe Sorten, mittlere Sorten und späte Sorten, sodass wir möglichst langen Zeitraum haben, um die Erdbeeren auch an unsere Kunden verkaufen zu können. Kann man jetzt eigentlich bei den drei Sorten einen Unterschied schmecken? Ja, deutliche Unterschiede gibt es da. Also zwei Sorten sind schon erntereif, wir können ja mal hingehen und die mal probieren, mal sehen, ob du einen Unterschied schmeckst. Dann machen wir das. Einmal vom Stroh befreien. Die ist ziemlich süß. Jetzt gehen wir mal in die Erdbeeren, die wollen die nächste Erdbeersorte. So, eben gerade haben wir die Sorte mit dem tollen Namen Mulling Centenary probiert. Und diese Sorte heißt Rumba. Und mal sehen, ob du einen Unterschied da schmeckst. Also diese Erdbeere ist nicht ganz so süß wie die vorherige. Ist es jetzt die mittlere Sorte oder immer noch eine frühe? Das ist noch immer eine frühe Sorte, wie die Mulling Centenary. Diese ist sogar noch etwas früher. Das kannst du daran sehen, dass hier noch viel mehr Rote dran sind. Die ist halt nur nicht ganz so haltbar. So, ich habe jetzt noch eine Frage offen. Was muss man beachten beim Erdbeerernten? Man muss vorsichtig vorgehen. Die Frucht ist weich, das heißt, man darf die nicht so doll quetschen und drücken. Vorsichtig abpflücken und das Ganze am besten so mit etwas drehendem Schwung. Wichtig ist beim Pflücken, dass die Kronblätter an der Erdbeere bleiben. So sieht die Erdbeere auch viel besser aus, als wenn die ohne Kronblätter gepflückt werden würde und so im Korb oder Schale liegt. Könnte ich ein paar Erdbeeren selber pflücken? Na klar, ich habe einen Korb für dich und mal sehen, wie schnell du den voll kriegst. So, ich habe jetzt den Timer auf 5 Minuten gestellt und mal sehen, wie viele Erdbeeren ich in 5 Minuten kriege. Mein Korb ist jetzt gut gefüllt. Wie viel schaffen eigentlich die Arbeiter, die hier arbeiten, in einer Stunde? Wie viel Kilo? Ja, in einer Stunde. Die guten Leute schaffen so 20 Kilo in der Stunde. Ich wollte mich jetzt nochmal bedanken, dass du uns hier das alles ermöglicht hast mit den Erdbeeren und ich bedanke mich nochmal. Ja, schön. Dann weißt du jetzt auch, wo die Erdbeeren herkommen und wie das so auf dem Erdbeeracker zustande kommt alles, wie es angebaut wird. Dann pflück deinen Korb nochmal schön voll und mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss.
Also mir hat es echt Spaß gemacht, jetzt diese 5 Minuten Erdbeeren zu pflücken. Aber man kann sich vorstellen, dass es echt anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag hier sitzt und Erdbeeren pflückt. Von daher gehe ich jetzt meine Erdbeeren essen. Also wir haben schon die Vorzeichnung weitergemacht ein bisschen. Niklas, da sieht es schon eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe auf jeden Fall schon ganz schön viel gelernt. Ne? Also du hast mir ganz schön viel gezeigt, vor allem, dass man genau hingucken muss. Mhm. Zum Beispiel hier bei den Blättern muss man, die wickeln sich um den Stiel. Mhm. Und der Stiel ist ganz dünn, ne? Deswegen haben wir so ganz dünne Stiele gezeichnet. Und weil wir gleich die Blätter dran machen, hier sieht es halt nicht so dünn aus wie hier oben, weil das ja von Blättern umwickelt ist. Eigentlich ist die Blätter das Einfachste am Bild. Also einfach so. So. Okay, also die laufen einfach spitz oben zu, ne? Und manchmal geht ein Blatt so zur Seite wie hier so. Ja. Dass sich das so knickt. Das finde ich auch bei den Blüten spannend, ne? Also deine sehen schon noch ein bisschen besser aus als meine. Aber so, das ist ja wirklich einfach dann spitz oben zugeht, vorne so ein bisschen hier die, ne, dass sie sich so schließt oder wie. Mhm. Naja. Dann packe ich das mal da wieder rein. Ja, ich glaube, dann versuchen wir mal die Blätter zu zeichnen. Du sagst mir noch ein bisschen, wie das funktioniert. Aber in der Zwischenzeit können sich unsere Zuschauer erstmal einen Beitrag angucken. Mhm. Ja, also wir waren bei RoboCup und was da passiert ist, könnt ihr euch jetzt anschauen. Der RoboCup fängt gleich an. Kommt doch mit! Hallo, ich bin hier vor der Leibniz-Universität und hier beginnt heute der RoboCup. Und der geht morgen und übermorgen auch noch, also insgesamt 3 Tage. Montag, Dienstag und Mittwoch. Und ja, jetzt gehen wir mal rein. Hallo, wir sind Emily und Maria. Wir gehen in die 7. Klasse. Das ist hier unser Roboter. Wir sind gerade beim RoboCup. Hallo, ich bin Fabian. Und ich bin Falk. Wir sind in der 6. Klasse und das ist unser Roboter. Mit dem treten wir hier beim RoboCup an. Heute ist der erste Tag vom RoboCup. Wir haben heute 6 Stunden Zeit, alles nochmal zu programmieren, Teststrecken zu fahren und anzuschauen, wie die Parcours aussehen. Wir arbeiten jetzt schon seit Februar an diesem Roboter, aber wir müssen immer noch ein paar Kleinigkeiten ändern und verbessern, damit er auch morgen gut teilnehmen kann. Wir haben eben in der Schule eine Schul-AG. Und die heißt Robotik und in die AG bin ich auch gegangen, weil mich das eben interessiert hat mit Programmieren von Robotern und auch Bauen von Robotern. Mein Vater hat mich inspiriert, da er bei BMW arbeitet in der Autowerkstatt und mich hat das alles interessiert mit dem Elektronik und wie man das alles so macht. Den Roboter haben wir aus der Anleitung von Lego eben gebaut, aber nicht komplett, sondern haben den dann auch noch selbst ergänzt oder Teile aus der Anleitung umpositioniert oder abgebaut. Wir haben hier auch die Motoren, die sind dann hier an die Reifen angeschlossen auf beiden Seiten. Dann haben wir hier vorne den Drucksensor, wenn der eben gedrückt wird, umfährt der Roboter eben das, was er eben damit drückt. Und hier, das sind sogenannte Farbsensoren. Damit verfolgt er die schwarze Linie. Das heißt, hier in der Mitte
ist die schwarze Linie. Und die beiden sehen dann immer weiß. Und wenn er dann schwarz sieht, dann bewegt er sich so, dass die beiden wieder weiß sehen. Das ist eben so der Stein, so wird der genannt. Und da sind eben die ganzen Programmierungen und so drauf. Damit der Roboter verschiedene Sachen macht und verschiedene Aktivitäten durchführen kann, müssen wir ihn natürlich erstmal programmieren. Und da ist es uns eigentlich relativ einfach gemacht. Zwar müssen wir dann einfach nur verschiedene Kästchen verbinden. Wenn wir alles fertig programmiert haben, können wir das dann mit einem USB-Kabel auf den Roboter verschieben und dann ausprobieren. Am Anfang ist es halt so ein bisschen frustrierend, weil du, wenn du einen Roboter fertig gebaut hast, dann noch programmieren musst. Aber man freut sich dann halt, wenn der Roboter etwas erreicht hat. Heute ist Dienstag, der zweite Tag von RoboCup und heute waren die ersten Läufe. Also als wir hierher gekommen sind, haben wir erstmal programmiert. Dann hatten wir um 11.20 Uhr unseren ersten Wettbewerb. Da haben wir ein bisschen nicht ganz alles richtig gemacht. Wir hatten unseren ersten Lauf. Der lief so, naja, nicht so super gut. Später hatten wir eigentlich schon unseren zweiten Lauf. Also der Roboter muss einen extremen Parcours, also scharfe Kurven und Schlangenlinien abfahren und über kleine Knubbel drüber zu fahren, Hindernisse umfahren und halt Kugeln einfangen und in einen schwarzen Bereich bringen. Der zweite Lauf lief eigentlich gut. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, waren die Rampen. Und bei den Kreuzungen hatte er ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn wir am Start sind, haben wir noch Zeit, uns auszusuchen, wo wir neue Startpunkte machen. Wenn wir dann denken, er hat zu viele Versuche gebraucht, um dieses Abteil zu machen, stellen wir ihn dorthin, sodass er dann von dort aus weiterfahren kann. Wir treten in der Rescue Line Entry Klasse an. Rescue Line ist diese schwarze Linie und Entry ist dann halt dieser Eingang da für diese Kugeln. Beim zweiten Wettbewerb hat er es nicht ganz geschafft bei den Bumpern. Und zwar haben wir eingestellt, wenn er hier mit dem Ultraschallsensor weniger Abstand misst, dann wird er schneller. Und dann ist er bei den Bumpern auch schneller geworden und hat dann die Linie verpasst. Danach noch mal kurz mit unserer Lehrerin gesprochen, damit wir wissen, was wir morgen früh noch verbessern können, damit wir den dritten Lauf gut starten und zu Ende bringen können. Morgen wollen wir auf jeden Fall nochmal das Programm testen. Mit dem Roboter ist alles in Ordnung. Was wir noch überprüfen müssen, ist halt, wie die Kreuzungen angelegt werden. Und dann kann es losgehen. Also gleich kommt der zweite Teil von RoboCup. Genau, gleich jetzt weiter. Wir sind, also Andreas und ich sind fertig mit der Zeichnung. Und was mache ich jetzt? Du bist ja mit dem Hintergrund schon relativ weit. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt am besten vor? Am besten, du fängst von oben an, damit halt damit der Ärmel halt nicht dreckig wird. Ja. Und du fängst von oben eher so hell an und unten ist das eher so rötlich-braun, damit man halt die Blätter noch überhaupt erkennt. Und die Komplementärfarbe von grün ist halt rot. Und dann mischen wir halt so einen etwas rötlichen Braun, damit man das auch schön deutlich sieht. Wie mische ich die Farben am besten? Also braun mischst du mit allen Grundfarben, also blau, rot und gelb. Blau, rot und gelb. Mache ich das hier? Also wo mache ich das? Auf der Palette oder kann ich das direkt hier machen?
Ich finde es praktischer, wenn man das auf, also direkt auf das Blatt malt. Mhm. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch auf der Palette malen. Okay, und ich fang oben an, ne? Ja, und oben kannst du halt noch so eher grünlichen Hintergrund machen, weil da halt noch die Blumen sind. Und bei den Blättern und den Stielen kannst du halt etwas mehr rötlicher machen. Okay, dann tupfe ich jetzt erstmal so ein bisschen Gelb hier oben drauf. Ja, überall. Kannst du machen. Ja? Ja. Okay. Gut. Das ist schon zu viel, ne? Oder? Das ist nicht schlimm. Du kannst halt tupfen, so, bis die Farbe halt vom Pinsel weg ist, damit man halt eben keine Farbe verschwindet. Du kannst auch ruhig hier rüber malen, damit. Es ist nicht schlimm, wenn du auf der Leinwand malst. Mhm. Also super ordentlich musst du es jetzt auch nicht machen. Aber schon so, dass es ausgefüllt ist, oder? Ja, aber so jetzt, richtig? Also so, jetzt kann ich mal ein bisschen weiter rüber gehen, ne? Ja, jetzt kannst du. Du kannst halt immer so flächenweise machen. Und wenn du halt mit dem Gelb fertig bist, kannst du etwas Blau nehmen. Ja, und dann tupfe ich halt das so da einfach rein, ne? Ja, aber nicht, dass alles zu gleichmäßig ist. Wenn alles zu gleichmäßig ist, dann sieht das nicht so toll aus. Dann hast du so einen richtig gleichmäßigen Grün als Hintergrund. Ja. Muss ich aufpassen, dass die Farbe nicht erst trocknet? Oder ist das ja, egal? Ja, doch, du musst ja, ne, aufpassen, sonst vermischen sich ja die Farben nicht. Das würde jetzt zum Beispiel reichen, sonst wird das halt zu viel. Und die Farbe trocknet halt aus, dann kannst du jetzt ein bisschen Blau nehmen. Soll ich den Pinsel erst nass machen oder soll ich den direkt einfach ins Blau? Solange du aufpasst, dass die Farbe nicht dreckig wird, sonst kannst du auch einen anderen Pinsel nehmen. Dass du den halt für gut, dann habe ich den hier für Gelb und hier habe ich noch einen anderen Pinsel und den nehme ich jetzt für Blau. Und den kannst du für Blau nehmen. Sehr gut. Am besten nicht zu dunkel, denn oben ist das eher so hell, damit da auch ein bisschen Licht kommt. Das heißt, das Blau hätte ich lieber nehmen sollen? Ja, aber du kannst erstmal versuchen drauf zu tupfen. Danach nehmen wir ein bisschen Weiß, damit das halt etwas auffällt. Du kannst auch richtig drauf tupfen. Es soll ja bei mir auch nicht genauso aussehen wie bei dir, ne? Aber hier sieht man schon schön, das Gelb wird jetzt auf einmal zusammen mit dem Blau zu einem Grün. Ja. Ne? Damit das nicht so düster aussieht und noch ein bisschen Licht kommt, machst du ein bisschen, am besten noch ein bisschen Weiß dazu. Mhm. Und nicht so gleichmäßig. Nicht so gleichmäßig, ja. Ja, du kannst halt so ein bisschen ungleichmäßiger tupfen. Das reicht jetzt zum Beispiel auch. Jetzt kannst du etwas Weiß nehmen. Mit welchem Pinsel? Du kannst einen Pinsel wechseln. Ich habe hier noch so einen kleinen. Guck mal, ich habe noch so einen. Damit kannst du halt so ein bisschen zwischentupfen und so. Also auch ein bisschen Übergang schaffen. Ja. Halt, so würde das ganz okay aussehen. Vielleicht hier noch ein bisschen um. Ja. Nicht wieder zu gleichmäßig, sonst würde das nicht schön aussehen. Okay. Andreas, wie sieht's bei dir denn aus? Du bist schon weiter als ich, aber das ist schon noch ganz schön viel Arbeit, ne? Ja, solange wir das weitermachen, könnt ihr euch den zweiten Teil vom Robocop ansehen und dann kommen wir gleich wieder. Ja. Hallo, heute ist Mittwoch, der dritte Tag vom Robocop. Wir sind momentan Platz 60, aber wir wollen auch höher hinaus und hoffen, dass wir in unserem letzten Lauf mehr erreichen. Genau, und wir probieren jetzt noch ein paar Sachen mit dem Roboter aus. Also wir müssen sein. Ist leider krank, deshalb muss ich heute alleine arbeiten. Ich habe gerade noch ein paar Sachen ausgebessert, sowie den Drucksensor und den Ultraschallsensor. Und jetzt gehe ich testen. Ja.
wir stehen hier gerade vor dem dritten Parcours für uns. Und da muss der Roboter erst über eine Rampe fahren, beziehungsweise zwei, und dann auch wieder runter. Und dann muss er im Kurs der Linie folgen und dann über so ein paar Kreuzungen fahren. Und dann noch über Ruckel und auch noch dann gegen ein Hindernis fahren und dem dann ausweichen und dann wieder Linie folgen. Unser Roboter hatte mit dem Hindernis und dem Hobel Probleme. Deswegen haben wir jetzt noch etwas am Programm umgeändert und noch ein kleines Teil am Roboter umgebaut. Dieser Parcours ist dem, den ich gleich abfahren muss, oder der Roboter, ziemlich ähnlich. Gut klappt es, über die Bumper zu fahren, aber ich schätze mal, dort wird es nicht so gut klappen, da gleich zwei beieinander sind. Die Rampe rauf müsste eigentlich auch gut klappen, nur das Folgen danach nicht. Und das Runterfahren ist wiederum ein Problem, deshalb werde ich das Runterfahren wahrscheinlich auslassen. Vor jedem Rennen müssen wir fragen, auf welcher Seite der Roboter abbiegen muss bei einer Kreuzung. Das haben wir jetzt mal eingestellt und ich gucke jetzt mal, ob es funktioniert. Also wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde bis zu unserem dritten Lauf. Und jetzt testen wir noch so ein paar Programme oder Sachen eben, ob die funktionieren oder nicht. Und programmieren das dann eventuell um und testen dann das, was wir neu programmiert haben, nochmal aus. Mit meiner Lehrerin gesprochen und wir haben uns dann überlegt, wo am besten ist, die Checkpoints hinzulegen, damit ich auch möglichst viele Punkte bekomme. Gleich werde ich noch die Rampen putzen, damit der Roboter auch gut hochfährt. Bei den Hindernissen bin ich mir unsicher und sonst wird alles wahrscheinlich klappen. Also ich bin gespannt. Darf ich? Der letzte Lauf war jetzt nicht viel besser als die anderen, aber zumindest hat er diesmal alle Bumper überfahren und auch einige Lücken geschafft. Rampe ist er auch hochgekommen, aber leider nicht runter. Also ich bin jetzt eigentlich zufrieden und ich gehe jetzt Mittagessen. Also ich habe gleich noch einen Lauf, so einen Nachholauf, weil wir haben unseren letzten Lauf eben verpasst, leider. Und deswegen holen wir den eben gleich nach und mein Teamkollege hat leider Bauchschmerzen und ist jetzt weg.
Also ich hatte jetzt gerade noch meinen Lauf mit dem Roboter eben und lief eigentlich alles ganz gut. Nur die Brücken oder Rampen eben hat er nicht geschafft und mit den Kreuzungen hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, hat aber sonst alles geschafft. In diesem Lauf habe ich 100 Punkte erreicht oder etwas mehr. Genau wie im letzten Lauf, da hatten wir gestern beim zweiten 120 erreicht. Der erste Lauf wurde gestrichen, da er der schlechteste war. Ich werde mit Maria sehr wahrscheinlich auf dem 35. oder 36. Platz landen. Leider kommen nur die 16 Besten weiter, also sind wir nicht dabei. Ich war dieses Jahr das erste Mal dabei und nächstes Jahr bin ich definitiv auch dabei. Wir hatten über 200 Punkte, aber leider werden die eben nicht gewertet, weil es nur so ein Nachholauf ist. Und ja, jetzt wird das hier eben, wie gesagt, gerade abgebaut. Und nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich auch wieder hier und vielleicht ist ja jemand von euch auch hier. Ich bearbeite hier noch den Hintergrund, aber das Wichtigste an diesem Bild sind ja eigentlich die Tulpen selbst. Und Andreas ist schon dabei. Andreas, du machst hier gerade die Blüten. Was muss man da beachten? Ja, das Wichtigste ist, man fängt immer zuerst mit dem Hellen an, mit dem Gelb hier. Mhm. Man muss beachten, dass hier diese, nicht wirklich Striche, aber mit dem Pinsel geht man immer so in die Mitte von der Blüte, so an den Rand halt. So, wenn man hier ist, gibt auch, ne? Dass es einen Übergang gibt. Mhm. Und wenn man zuerst mit dem Gelb war, dann fängt man mit dem Rot an, von unten so zu machen. Okay. Und wie beim Hintergrund fängt man halt auch da oben an und arbeitet sich dann nach unten vor. Und unten sind der Stiel und die Blätter. Was muss man da beachten, Ying? Also bei dem Stiel und bei den Blättern ist es wichtig, dass du guckst, dass die Stiele halt heller sind als die Blätter, weil sonst kann man sie vielleicht nicht unterscheiden. Mhm. Und damit du auch, damit das auch richtig natürlich und gut aussieht, braucht man natürlich auch Licht und Schatten. Genau, also so, dass es an manchen Stellen heller und an manchen dunkler ist, ne? Ja. Ja, und wenn das Ganze dann fertig ist, dann sieht das so aus. Also die beiden haben schon vorgearbeitet und das hier ist das Bild von Andreas. Richtig schöne Tulpen vor richtig schönem Hintergrund. Und das hier ist das von Ying. Genauso schöne Tulpen vor genauso schönem Hintergrund. Ja, ich habe richtig Lust bekommen und ich würde jetzt gerne weitermalen, aber euch erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.